Auto hierher gekommen. Bitte Hand hoch. Es traut sich jetzt keiner. Wer ist denn mit den Öffentlichen heute hierher gekommen? Oh, doch. Also der Rest. Und? Sie sind mit den Öffentlichen auch mit dem Fahrrad gekommen. Super, Sie sehen, es geht beides. Wer ist denn heute mit dem Rad hierher gekommen? Ja. Also, ich muss sagen, das ist noch ausbaufähig. Also, das mehr aufs Rad steigen. Und das ist unter anderem auch unser Ziel. Diejenigen, die noch nicht oder das Fahrradfahren gerade so freizeitmäßig machen, von zu Hause vielleicht in ein Waldstück oder ein bisschen rumfahren, die haben heute die Möglichkeit, wirklich sich ausführlich übers Radfahren zu informieren. Ich mache jetzt ein bisschen Eigenwerbung, weil da steht direkt unsere Touristinfo. Also wir haben eine ganz tolle Broschüre, wo es tolle Radwege innerhalb der Stadt, auch außerhalb gibt. Und Sie können auch gleichzeitig Buga-Tickets kaufen. Werbung muss natürlich sein, sich auch hierüber informieren. Und die ganze Kunststraße entlang können Sie Kunstrad fahren, Führerschein machen, sich Ihr Fahrrad registrieren lassen, wenn es geklaut wird. Die kleinen Kinder haben eine kleine Parcours und können natürlich gebrauchte Fahrräder und auch neue Fahrräder. Und informieren Sie sich auch überall, gerade unser RNV, unser Hauptpartner, der uns jahrelang schon bei Monnenbike auch unterstützt, da herzlichen Dank. Auch wir sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln und ansonsten sind wir eigentlich da, um heute wirklich die Stadt zu feiern, ein bisschen uns, und ich sehe, ich bin vorhin die Kunststraße entlang gelaufen, die Straße ist voll, ohne Autos, Fußgänger und Fahrradfahrer. Da geht mir natürlich das Herz auf, weil mir genau das unser Anliegen ist. Es ist zwar keine Fußgängerzone, aber heute haben wir eine daraus gemacht und ich freue mich wahnsinnig, wie viele Menschen das angenommen haben. Und gehen Sie die komplette Kunststraße, genießen Sie es einfach. Wir haben auch hier um den Paradeplatz und nachher ist auch in der verlängerten Fressgasse, da haben sich über 30 Vereine auch organisiert, die sich dort vorstellen wollen, also es ging Abend. Und wir haben den Toulonplatz und natürlich heute die Fahrradparade, die möchte ich natürlich nicht vergessen. Also ich glaube, heute Nachmittag wird die ganze Innenstadt nicht nur hier voll mit Fahrrädern zu sein und ich glaube, heute Abend können wir auf dem Toulonplatz wirklich noch ein schönes Fest alle zusammen nochmal feiern. Also ich lade Sie alle recht herzlich ein. Rufen Sie noch Familie und Bekannte an. Es lohnt sich heute auf jeden Fall nach Mannheim zu kommen. Ich bin die Chefin im Stadtmarkt. Es gehört Werbung für Mannheim auf jeden Fall zu. Und wer Lust hat jetzt, das gilt auch für alle anderen, wir werden jetzt die Kunststraße ein bisschen entlang gehen. Gehen Sie mit und die Stefanie Reischmann steht hier. Die kann Ihnen auch sozusagen, wir nehmen Sie mit. Die ist die Projektleiterin, die hat alles organisiert. Einen großen Applaus an die Stefanie. Ja, es ist jetzt ganz bescheiden, aber und lassen Sie uns das einfach genießen und danach können Sie sozusagen in der ganzen Innenstadt auf den Straßen sich bewegen. Ich freue mich und haben Sie viel Spaß heute den ganzen Tag. Dankeschön. Dankeschön. Eine Frage hätte ich noch um 17 Uhr bei der Radtour. Wenn jetzt eine oder andere sagt, ich habe mein Fahrrad sowieso da und ich habe um 17 Uhr Zeit.